Stell dich doch einmal bitte kurz vor. Ja, ich bin der Christian und ich bin Schießausbilder für Jäger, aber auch für Sicherheitskräfte. Und ich habe hier was ganz Großartiges mit Steffen aufgebaut. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Also wir haben ja einen Workshop gemacht. Kannst du einmal erklären, wo du vorher standest? Also was war deine Ausgangssituation, als du hier nach Bochum gegangen bist? Meine Ausgangssituation war, dass ich außer meinem Instagram-Profil noch keine Webpräsenz hatte. Also ich hatte keine Möglichkeit, mit meinen Kunden oder meinen potenziellen Kunden zu kommunizieren und ihnen auch meine Problemlösung bzw. mein Angebot irgendwie näher zu bringen. Mhm. Genau. Okay. Was war unser Plan? Also was wollten wir machen? Unser Plan war, die Webpräsenz inklusive der Kontaktaufbaumöglichkeit und eine Terminbuchungsmöglichkeit für einen Erstkontakt mit Kunden aufzubauen. Haben wir erfolgreich geschafft. Genau, da bist du schon beim Thema. Berichte doch mal, was jetzt hier entstanden ist während dieses zweitägigen Workshops. Was haben wir aufgebaut? Alles an Sachen. Alles. Wir haben eine komplette Website mit einem Funnel aufgebaut, inklusive einer Eintragungsmöglichkeit für Kunden, dass sie sich ein Freebie runterladen können, einen Termin für ein Gespräch mit mir buchen können, dass sie eine Übersicht bekommen, wer ich bin, was ich mache und warum ich natürlich für sie genau der Richtige bin. Genau. Und in einer unfassbaren Tiefe und mit einer unfassbaren Menge, Masse. Ich bin jetzt noch total fertig. Genau, wir haben geschafft, dass sich die Leute eintragen können, direkt einen Termin bei dir buchen können. Dazu haben wir noch ein paar Sachen gemacht. Wir haben auch ein paar Materialien erstellt, die sich die Leute runterladen können. Genau. Das dazu, ne? Richtig, runterladbare PDFs, zwei Stück. Ist auch sehr umfangreich und dann extrem geil designt. Nachher von dir. Ich habe ja nur die Texte geschrieben. Danke. Und die Fotos geliefert. Ja. Genau. Dann haben wir noch das Thema Social Media. Social Media abgedeckt, wie man Social Media Strategie aufbaut. Genau. Den Contentplan zumindest. Contentplan, genau, richtig. Ja, genau. Und dein Logo haben wir am Anfang auch designt. Yeah, mein Logo. Und Branding aufgebaut. Okay, ja. Christian, mit was für einem Gefühl fährst du hier wieder weg? Also wo stehst du jetzt? Was ist der Unterschied zu vorher? Was kannst du jetzt damit anfangen? Vorher war gar nichts da, so gesehen, was das angeht. Und jetzt ist, ich muss auf jeden Fall nochmal wiederkommen für weitere Sachen. Aber ich kann jetzt erstmal loslegen. Ich kann jetzt erstmal loslegen und das Geschäft halt weiter aufbauen. Genau. Hast halt ein Fundament jetzt, ne? Also ein Business-Fundament in zwei Tagen, wo vorher nichts war. Genau. Einfach durch die Kombination, ich wusste, wie man es baut. Du konntest das ganze Kreative umsetzen. Für dich diese ganzen Texte schreiben, die dann sofort in die Struktur übernommen werden können. Genau. Das hat, wie hat sich die Zusammenarbeit so angefühlt währenddessen? Super gut. Du bist halt der Kundenversteher, darf man nicht vergessen. Ne? Ja, danke. Da ist ja so. Ja, aber auch vom Timing. Ich fand vom Timing her hat es extrem gut gepasst. Ja, du hast aber auch extrem straff durchgezogen. Also du hast es echt super gut strukturiert. Machst du ja nicht zum ersten Mal, ne? Das stimmt, ja. Deswegen, also du wusstest schon, wie lange man ungefähr für was braucht. Das war schon extrem gut getaktet. Ja. Danke. Wenn du jetzt, jetzt sich gerade jemand fragt, okay, und die Texte und wie viele Texte oder was an Texten hast du geschrieben? Könntest du das den Leuten nochmal kurz sagen? Das wäre vielleicht spannend für die. Was habe ich an Texten geschrieben? Ich habe die, ich hab den Guide geschrieben, ich habe die E-Mails geschrieben. Genau. Mit deiner Anleitung halt, beziehungsweise mit deinen Ideen, aber halt geschrieben habe ich dir letztendlich doch selber. Genau. Was auch total wichtig ist halt. Ne? Ja, genau. Was habe ich noch geschrieben? Ja, das war am ersten Tag, direkt am Anfang. Das war deine Story hast du auf jeden Fall. Die komplette Story geschrieben. Genau. Aber das war an Hauptinhalten war es das eigentlich. Den Rest konnten wir so,
relativ zügig. Wir haben natürlich ganz viele Checkpoints gemacht. Wann ist der Kunde hier richtig auf der Website? Genau. Was kann er erwarten? Was sind deine Proofs? Welche Ausbildungsproofs hast du dahinter? Etc. Das sind so die kleinen Texte, die wir gemacht haben. Aber das geht ja alles schnell. Vor allem, genau, wenn man so zusammensitzt. Ne? Genau, so sieht es aus. Okay. Christian, wem würdest du das auch empfehlen? Dann verschwinde ich auch wieder aus dem Bild. Bleib mal hier. Die Guides hier holen. Wir haben sie auch mal ausgedruckt. So sehen die dann am Ende aus. Relativ ähnlich vom Cover, aber inhaltlich dann tatsächlich komplett anders. Immer allen entweder mit QR-Code zum Druck oder im Guide kann man halt auch direkt auf den Termin. Ne? Genau, richtig. Kannst du nachher übrigens mit. Ja. Ja. Genau, wem würdest du es empfehlen? Ich würde es jedem empfehlen, der eine Webpräsenz braucht, mit seinen Kunden, bestehenden, aber auch mit zukünftigen Kunden in Kontakt zu treten. Ja, der fragt immer, ich finde das gut, was du da machst, wo muss ich draufklicken? Ja, ist ja so. Ja, genau. Ne? Oder hast du ein Kursprogramm, hast du sonst wie irgendwas, bla bla, ja. Keine Ahnung. Jeder, der halt eine Außenwirkung braucht. Jeder, der in der Lage sein möchte, zu sagen, ey, pass auf, Kunde oder Prospect, klick hier drauf und dann... Genau, und dann geht's weiter. Kannst du entscheiden. Und dann entscheidest du dich für mich. Ja. Nur mal so ein paar Sachen, die wir nebenbei aufgebaut haben. Wir haben halt so Sachen, wo ich weiß, dass viele Kunden sich schwer tun, ist beispielsweise, wir haben Calendly angelegt, wir haben Proven Expert angelegt, die ersten fünf Testimonials hast du jetzt direkt drauf bekommen. Wir haben Alle echt. Mailjet, wem das was sagt, damit die E-Mails auch rechtzeitig rausgehen. Du hast jetzt dieses Funnel-Cockpit-System, da zahlst du 47 Euro im Monat, hast aber alles in einem System. Ja, das ist super geil. Ja. E-Mail-Marketing, Funnelbau etc. Was haben wir noch? Wir haben die Facebook, Google-Pixel natürlich alle installiert, hast nachher die Accounts, falls irgendwann mal Traffic darüber generiert werden soll. Und ansonsten müsst ihr jetzt in die Tabelle gucken, weil ich bin auch ein bisschen durch, ehrlich gesagt. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Dankeschön. Okay, alles klar. Cool.